Am 22. Februar wurde bekannt gegeben, dass die drei Influencer, Trimax, Viscabasa und Unsympathisch TV, beim dänischen Zweitligisten Aalborg BK einsteigen. Das Ganze sorgte für mächtig Unruhe, sowohl von Seiten der deutschen Zuschauer, aber auch von den Ultras des dänischen Clubs. Dann, nur kurze Zeit später, am 3. März, wurde bekannt gegeben, dass die Influencer sich nun doch zurückziehen. Was war da genau geplant und was lief schief? Zuerst klären wir die Frage, was ist Aalborg BK überhaupt für ein Verein? Aalborg ist eine dänische Großstadt im Norden des Landes. Das BK steht für Boldspilklub, was übersetzt Ballspielverein bedeutet. Zu ihrer Gründung am 13.05.1885 trugen sie noch den Namen Aalborg Cricket Club. 1920 wurde dann das Stadion Aalborg Parken eröffnet, welches bis heute unter dem Namen Aalborg Portland Park die Heimstätte des Vereins ist. 1966 folgte der erste dänische Pokalsieg. Folglich spielten sie dann ihr erstes internationales Spiel gegen den FC Everton. Der Verein schaffte es bis heute insgesamt dreimal, den dänischen Pokal zu gewinnen und krönte sich viermal zum dänischen Meister. Zuletzt beides 2014. Seit der Meisterschaft 2014 konnte der Verein nichts Zählbares mehr einfahren. Noch schlimmer, im vergangenen Jahr stieg der Verein in die zweite dänische Liga ab. Während des Abstiegskampfes in der vergangenen Saison kaufte die Firma SSE22 für rund 2 Millionen Euro 20% der Anteile des Vereins. Diese Firma wird von Ex-Nationalspieler Thomas Hitzelsberger, dem ehemaligen HSV-Vorstand Joachim Hilke und ehemaligem Sportdirektor von Hoffenheim und HSV Bernhard Peters geleitet. Und gerade über diese Firma beteiligten sich die drei eben genannten Influencer, Trimax, Viscabasa und Unsympathisch TV, ebenfalls am Verein. Laut Trimax für eine Summe, die zusammengerechnet nicht mal 1% der Anteile ausmachte. Trotz dieser geringen Investition im Verein wurden dann Aussagen getätigt, die vor allem den Fans des dänischen Vereins nicht gefallen haben. Viscabasa sprach in seinem Video von unserem eigenen Verein oder, Zitat, stellt euch mal vor, ich lade in ein paar Jahren ein Vlog hoch, wo mein Verein gegen Galatasaray in der Europa League spielt. Was wäre das für eine geile Geschichte? Die dann wahrscheinlich kritischste Aussage war die, dass er das Engagement bei Aalborg mit FIFA-Manager-Modus in Real Life verglich. Auch wenn in Dänemark Investoren mit einem anderen Auge begutachtet werden als in Deutschland, kam die Aussage vor allem bei der Fanvereinigung Westtribunen nicht gut an. Der Verein veröffentlichte ein Statement mit den Worten: Im Dialog mit allen Beteiligten wurde klargestellt, dass alle Entscheidungen in Bezug auf die sportlichen Aspekte des Vereins sowohl in der Vergangenheit als auch in der Zukunft ausschließlich von der Geschäftsführung des Clubs getroffen werden. Heißt, es wurde klargestellt, die Influencer werden keinerlei sportliches Mitspracherecht haben. Doch dazu war es schon zu spät. Die Influencer verstanden, nicht von allen Seiten willkommen zu sein und verkündeten ihren Rücktritt. Eigentlich sollten die Influencer dem dänischen Verein dabei helfen, mehr Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Sie bekommen exklusive Einblicke in den Verein und laden im Gegenzug diese auf ihren Kanälen hoch. Der geplante Weg des Vereins an die dänische Spitze sollte somit für ein großes internationales Publikum dokumentiert werden. Heißt, Einblicke in die Infrastrukturen des Vereins, Behind the Scenes bei Partien, Challenges mit Fußballern, ein Spiel zwischen Aalborg und der Mannschaft von Trimax, SSV Hardstock und vieles mehr. Um die Dimensionen der Reichweiten klarzumachen, während Aalborg auf Instagram knapp 45.000 Abonnenten zählt, kommen die drei Influencer auf zusammengerechnet 3,4 Millionen. In meinen Augen scheiterte das ganze Projekt an der Kommunikation. Der Verein hätte mit allen Fanvereinigungen im Vorhinein aufklärende Gespräche führen müssen. Und die Influencer hätten das Ganze nicht auf die Art und Weise auf die leichte Schulter nehmen dürfen. Obwohl sie eigentlich sowas wie Social-Media-Botschafter für den Verein sein sollten, verkauften sie das auf ihren YouTube-Kanälen als großen Investoreneinstieg. Klar klickt sich das besser, doch es sorgt auch für mehr Unruhe. Für die getätigten Aussagen entschuldigten sich Trimax und Viscabasa bereits in ihren Statements. Und somit endete die Zusammenarbeit zwischen einem dänischen Verein und drei deutschen Influencern so schnell, wie sie anfing. Und wo wir hier beim Influencer-Thema sind, links geht's weiter mit der Geschichte, wie das Social-Media-Wunder Luva de Pedrero abgezogen wurde, oder rechts unsere Einordnung, wie gut die neuen Kleinfeldligen wirklich sind. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Sonntag bei der Fußballtalk. Ciao.